Hallo und herzlich willkommen zu einem Gameplay angespielt. As far as the eye, soweit das Auge reicht. Heute, während dieses Video gerade released wird, also das ist nicht heute, während das Video gerade released wird, erscheint das Spiel offiziell bei Steam. Ich hatte die Gelegenheit, das Ganze mir schon ein paar Tage vorher anzuschauen. Und daher kann ich euch jetzt schon mal den ersten Einblick geben und ihr könnt überlegen, ob es was für euch ist oder nicht. Das Ganze kommt von den Goblin Studios. Ein Dankeschön an dieser Stelle dafür, dass sie mir den Vorabblick ermöglichen. Und es gibt entweder Spielen oder Kampagne, wo ich noch nicht so genau weiß, wo hier der Unterschied ist, aber ich starte erfahrungsgemäß erstmal mit der Kampagne. Sehr schön alles dargestellt, gezeichnet, alles so in so, ja, leichten, herbstlichen Farben. Allzu viel Einstellungen kann man nicht machen, ist vielleicht auch gar nicht nötig. Und wir fangen mal an mit der Kampagne. Da ist dann hier oben noch nicht alles übersetzt. Kapitel 1, Oku, das Wachsame. In diesem ersten Kapitel führst du Oku zum Auge, indem du eine Brücke reparierst. Du lernst, wie du Einheiten bewegst und mit ihnen erkundest. Du sammelst Rohstoffe, schließt deine Ziele ab und machst die Karawane für die Abreise bereit. Lulu und Oku warten auf ihr erstes Abenteuer, für das alle Arten von Spielern zugänglich ist. Nun gut, das machen wir. Am Morgen des 456. Blinzeln erwacht das Seufzen. Das Tosen der Wellen befreit es aus seinem langen Schlaf. Die Zeit ist gekommen, es muss sich sputen. Das Wasser naht und der Kreis beginnt von neuem. Die Welle wird die Erde unter sich begraben und damit den Wohlstand künftiger Generationen sichern. In der Zwischenzeit müssen die Völker dieses Landes Schutz finden, vom Wind geleitet. Die Zöglinge beginnen ihre lange Reise zum Auge, ihrer zyklischen Zufluchtsstätte und der Ort des großen Treffens. Dort werden sie gemeinsam leben, bis zu ihrer nächsten Trennung, wenn der Zyklus endet. Hier teilen sie das Wissen, das sie im Laufe der letzten 456 Blinzeln gesammelt haben. Später werden die großen Tränen versiegen und es wird Zeit, das Auge zu verlassen und erneut zu beginnen. Mystisch, prosaisch, irgendwie schön. Du bist der Wind. Du erwachst und hörst den sanften Wellenschlag des Wassers. Der Kreis beginnt von neuem. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu erfüllen. Das ist Oku. Oku ist ein Zögling. Zöglinge sind kleine, neugierige Geschöpfe, die im Einklang mit der Natur leben. Sie bilden Stämme und leben in kleinen Dörfern. Klick mit dem Mausrad um die Kamera, um Oku zu bewegen. Mittleres Mausrad drücken und schon kann ich... Oku sieht ein bisschen aus wie Petty Platsch. Aber das Ganze ist wirklich sehr süß gemacht. Ein bisschen rauscrollen. Macht es auf den ersten Blick so ein bisschen Civilization, so von den Octacons, aber okay, wir gehen weiter. Diese Leiste zeigt an, wie lange es noch dauert bis zu den Ereignissen und schließlich die Welle an diesem Ort eintreffen. Die Welle ist hier. Okay, mit jeder Runde nähert sich die Welle Oku ein weiteres Stück, wahrscheinlich bis hier hinten. Oku ist hier. In 86 Runden wird dieses Land überflutet sein. Du, das Seufzen, musst Oku retten. Okay. Öffne die Karte und finde Okus Position in der Welt. Heute ist Oku hier. Oku liegt sehr nah am Auge und muss nie besonders weit reisen. Also verbringt Oku die Zeit bis zum letzten Blinzeln damit, die
die Gegend um das Auge herum zu begutachten. Ukus Mission ist es, jeden beschädigten Pfad zu reparieren, um anderen Zöglingen auf dem letzten Abschnitt ihrer Reise zu helfen. In jedem Zyklus begrüßt Oku die neuen Stämme. Oku ist immer da, bevor die ersten Reisenden eintreffen und geht, nachdem die letzten von ihnen gegangen sind. Und während Oku auf ihre Ankunft wartet, gilt es, Trümmer zu beseitigen, Seilbrücken zu reparieren und Pfade zu pflegen. Eine Art Hausmeister. Das Auge ist dort. Es ist das Ziel aller Stämme von Zöglingen am Ende des Zyklus. Für Oku ist es der nächste Schritt. Wähle einen Pfad oder eine Rast, um die Reisekosten zu erfahren. Okay, was haben wir hier eingestützt? Brücke, von der Größe ausgehende Rast nach das Auge, Kosten. Da müssen wir noch gucken, was das alles ist. Also Ziel das Auge. Zwischen Okus Rast und dem Auge befindet sich eine eingestürzte Brücke. Die wird die Weiterreise behindert. Die Brücke muss mit Hilfe von Holz und Erz, das blaue ist Erz, repariert werden. Sammle diese Rohstoffe, um Oku bei seiner Reise zum Auge zu helfen. Schließe die Karte, um zur aktuellen Rast zurückzukehren. Für die Reparatur der Brücke hat sich Oku dran gemacht, Erz zu sammeln und hat bereits 40 Erz in seinen Transportballons. Dafür sind die. Jetzt muss Oku dieses Erz zum Stamm zurückbringen. Wähle Oku aus. Das ist nur eine Ebene. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich Oku... Klicke auf den Körper oder auf den Ballon eines Zöglings. Klicke mit der rechten Maustaste auf dieses Hexagon und wähle die Bewegungsaktion. Das ist die Ansehen. Das ist Oku. Und Oku setzt sich noch nicht in Bewegung, weil die Aktionen am Ende der Runde ausgeführt werden. Um Oku... Also ich gebe den Pfad vor. Das kennt man von ähnlichen Spielen. Und hier unten mit dem Mond sage ich, mit jeder verstreichenden Runde ändert sich die Welle deiner Rast. Ja, okay, gut. Zöglinge verbrauchen Bewegungspunkte, um sich zu bewegen. Diese Ebene erfordert einen Bewegungspunkt. Oku hat 3 Bewegungspunkte und kann sie mit Leichtigkeit überqueren. Ja, okay. Bewege Oku zu dieser Ebene, indem du sie mit der rechten Maustaste anklickst und die Runde beendest, um die Aktion ausführen zu lassen. Das erkundete Gebiet wird durch graue Hexagone gekennzeichnet. Jeder Zögling verfügt über eine Sichtweite von 1 und deckt direkt an die eigene Position angrenzende Hexagone automatisch aus. Das war Runde 2. Dahin soll er. Sind die Bewegungskosten höher als die verfügbaren Bewegungspunkte, benötigt der Zögling mehrere Runden, um die Bewegung auszuführen. Beende die Runde. Einige Arten von Terrain sind schwieriger zu überqueren als andere. Berge erfordern 4 Bewegungspunkte. Um ein Gebirgshexagon zu überqueren, benötigt Oku 2 Runden. Also, dahin. Und noch einmal. Was haben wir denn da? Das ist Lulu, die Karawane. Hilf Oku dorthin zu gelangen, um die 40 Erz abzugeben. Okay. Dann...
Roku hat 40 Erz zur Karawane gebracht. Die 40 Erz befinden sich jetzt im Vorrat. Okay, wir brauchen noch Holz. Rohstoffe können erst genutzt werden, wenn sie sich im Vorrat befinden. Jetzt wird für die Errichtung der Brücke nur noch Holz benötigt. Holz kann in Wäldern und Dschungeln gefunden werden. Erkunde diese Karte, um diese Arten von Terrain zu finden. Das ist Wasser. Dann würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Oder gehen mal dahin. Nö, da ist nix. Also, dahin. Auch nicht. Dann müssen wir wohl dahin. Ah, wir haben Holz gefunden. Das ist wirklich süß gemacht, muss ich sagen. Ich frage mich allerdings, wenn die Kampagnen durch sind, wie wird's dann? Okay. Um Rohstoffe abzugeben, musst du Oku in einem Gebäude zuteilen. Oku hat nur Lulu, die Karawane, um die gesammelten Rohstoffe abzuliefern. Wähle Oku. Klicke dann mit der rechten Maustaste auf die Karawane. Und wähle Holz. Oku wird sein Erscheinungsbild in dem zugeteilten Gebäude ändern. Beende die Runde, um die Aktion zu bestätigen, bis sich Oku verwandelt hat. Du kannst Oku auch zum Sammeln zuweisen, indem du mit der rechten Maustaste direkt auf den Wald klickst. Daraufhin wird Oku das nächste verfügbare Gebäude wählen. Okay, aber er hat ja noch gar kein Holz, ne? Also, erst einmal Holz sammeln. Los geht's. Ach so, er muss sich erst umziehen. Ah. Okay. Unter den Zöglingen entspricht die Form des roten Pandas dem Handwerk der Sammler. Oku wird sich in diese Form entwickeln und Erfahrungen in diesem Handwerk sammeln können. Oku hat diese Form angenommen, um Holz zu sammeln. Ein Zögling mit einem Handwerk erledigt seine oder ihre Aufgaben selbstständig. Oku wird Holz im Wald sammeln und es ohne weitere Anweisung an der Karawane ablegen. Beende die Runde. Oku ist kein sehr erfahrener Sammler und es wird 3 Runden dauern, um Holz zu sammeln. Lass Oku arbeiten und beende die Runden, bis Oku fertig ist. Immer noch kein Holz gesammelt. Ah. Oku hat 40 Holz gesammelt und bringt sie zur Karawane. Oku weiß, was zu tun ist. Und wird die Rohstoffe von selbst zurückbringen zum Vorrat. Solange du Zöglingen keine andere Aufgabe zuteilst, werden sie standardmäßig weiter Rohstoffe sammeln. Hinweis: Ein Zögling hat beim Transport von Rohstoffen einen Bewegungspunkt weniger. Ist ja auch klar. Er ist ja schwer beladen. Okay. Schließe das Ziel ab, indem du 80 Holz zum Vorrat bringst. 40 hat er dabei, das heißt, er wird noch mal etwas machen. Und wenn man ihnen eine andere Aufgabe zuteilt, lassen sie die Rohstoffe fallen und verlieren sie. Also, erst einmal das Holz hinbringen. 40 von 80. Und das steigende Wasser ist schon zur Hälfte. Also, es ist wie eine Flut, die da kommt. Dem steigenden Wasser gehen verschiedene Plagen voraus. Je näher die Wellen kommen, desto häufiger finden diese Katastrophen statt. Vor der Welle trifft immer ein verheerendes Unglück ein und es wäre klug, sich zu sputen. In der nächsten Runde trifft eine geringe Plage ein.
Blitzschlag! Der Himmel verdunkelt sich und unvermittelt. Und unvermittelt, Punkt. Da fehlt was. Der Sturm ist kurz, aber intensiv und chaotisch. Drei Blitze schlagen an zufälligen Stellen ein und verursachen 100 Schaden gegen Gebäude und setzen Wälder und Dschungel in Brand. Okay. Der Blitz ist in diesem Wald eingeschlagen und das Holz hat Feuer gefangen. Wenn Oku hier bleibt, könnte er sich schwere Verbrennungen zuziehen. Und wenn sie zu viel Schaden erleiden, dann werden sie zum Seufzen zurückgerufen und verschwinden. Also, Oku braucht immer noch Holz. Zum Glück wurde der Dschungel in der Nähe nicht vom Blitz getroffen. Weise Oku an, Holz im Dschungel zu ernten, nachdem du Oku ausgewählt und mit der rechten Maustaste auf den Dschungel geklickt hast. Okay, er muss sich wieder umziehen. Na, jetzt wird's aber... Wir haben noch nicht mal annähernd eine Brücke repariert. Okay, er hat 10 Lebensenergiepunkte durch Brand verloren. Das ist nicht toll. Die Frage ist, wo sehe ich die Lebensenergie? Da ist die Behausung. Gesamtzahl der Zöglinge, das ist Oku. Ach hier, okay, man sieht aber nicht diese 10 Punkte, man sieht es nicht so richtig. Okay. Gut. Weiter geht's. Okay, und jetzt bringt er den... zur Karawane zurück. Runde 23. Oh. Hurra, es wurden alle notwendigen Rohstoffe gesammelt. Oku kann die Brücke sofort reparieren und sich zum Auge begeben. Öffne die Karte und weise Oku an zu gehen, indem du auf das Zielort klickst. Huch, was kommt jetzt? Also, Oku kann einige der Vorräte zum Auge mitnehmen, indem es auf Lulus Rücken verstaut. Die auf der Reise mitgeführten Rohstoffe folgen dem Stamm zum nächsten Rast. Zur nächsten Rast, so rum. In diesem Fall werden die bei den Zöglingen bei der Errichtung ihres Paradieses am Auge zugutekommen. Wähle einen Rohstoff und verstaue ihn auf Lulus Rücken. Okay, das, was ich für die Brücke brauche, brauche ich nicht nochmal. Das heißt, ich kann jetzt einen Rohstoff wählen. Aber... Also nochmal dahin gehen. Okay, ach hier kann ich die. Ah, okay. Okay. Das sind meine Rohstoffe. Und dann bitte abreisen. Bist du sicher, dass du jetzt abreisen möchtest? Ja.
Okay, gute Arbeit, du hast Oku geholfen, mit einer Menge Rohstoffe zum Auge zu reisen. Oku ist sicher, jetzt musst du die anderen Stämme führen, bevor die Welle zu ihnen aufschließt. Das war Kapitel 1. Sehr schön gemacht, muss ich sagen. Gibt noch kleine Übersetzungsfehler, aber das Spielprinzip ist relativ klar. Gefällt mir richtig gut. Wir werden uns auch noch die drei anderen Kapitel, also wir werden jetzt noch Kapitel 2 spielen und Kapitel 3 und 4 in der nächsten Folge. Und danach gucken wir uns mal das freie Spiel an. Soweit das Auge reicht. Kapitel 2. Verbunden des Schicksals. Oder? Oder sage ich, oh, ist eine kurze Folge gewesen. Ja, aber ich glaube, wir machen da jede Folge einzeln draus. Wir können ja zwar in einem Tag veröffentlichen, das ist ja kein Problem. Also, wem das Spaß gemacht hat, wer mehr sehen möchte und überlegt, okay, vielleicht kaufe ich mir das Spiel. Es ist, wenn ihr dieses Video seht, ist es gerade eben vor ein paar Minuten bei Steam erschienen. Da könnt ihr es kaufen. Insofern, ja, schaut einfach rein, schaut euch die anderen Videos noch an und überlegt, ob das was für euch ist. Ich finde es persönlich einfach sehr, sehr schön. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Hier kann ich, wenn ich auf Spielen gehe, einen Stamm mehr aussuchen. Mit Theoretikern, Plagenintensität, chronisch Kranken, zufällig negativen, zufällig positiven. Also, da gibt es noch jede Menge zu entdecken und jede Menge zu machen. Sehen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank. Bis dahin, macht's gut und tschüss.